Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Ja, wir haben über 80.000 Liter Kalk an Bord und wollen das eigentlich am Landhandel abliefern und wollen hier ein bisschen abcachen. Aber ich habe gehört, dass der Rheingrub hier am Lohnunternehmen sein soll. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Ist der hier oder ist der nicht hier? Weil hier scheint irgendwie keiner zu sein. Aber wir können ja mal zumindest mal hier hinter schauen. Ah, warte mal, da steht jemand. Oh, da stehen einige. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich da jetzt dazu komme. Moment. Abend, die Herren. Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Hallo. Hallo. Oh, störe ich da gerade in der Runde? Herr Fiedler. Ja, guten Tag. Hallo. Wer hat ja gerade noch telefoniert, Mensch? Also, Benno, hier wird definitiv ein Zaun gebaut mit Tor. Hier sind mir zu viele ungebetene Gäste. Hä? Ich bin ungebetener Gast? Nein, Sie nicht. Ach so, Entschuldigung. Rosenberg. Ich wollte Sie nicht stören, Entschuldigung. Ungebetener Dann Gast. Machen Sie erstmal. Nein. Also, Herr Rheingrub, Sie sehen ja, da ist kein Radlader. Ja, aber da war der drinnen. Ach, Sie schwafeln doch schon wieder nur. Drei Leute sehen, dass definitiv ein Radlader drin ist und einer was Gelbes. Ja, und ich bin der Einzige, der den Schlüssel für diese Halle hat und ich bin vorhin von einem Außentermin wiedergekommen mit dem John Deere vom Güllefahren und bin direkt bei dir angehalten, weil ich da Gülle mitnehmen wollte. Kein Radlader, oh, ja. Eindeutig. Doch. Morgen, Herr Weber. Servus, Herr Weber. Hallo. Lukas. Noch einer. Das. Ja. Wir sollten einen Laden aufmachen, Benno. Sagen Sie mal, Leute, wenn wir jetzt hier alle schon mal so zusammenstehen, habt ihr eigentlich mal Bock auf eine Feier oder so? Simpson Club. Wollt ihr in den Simpson Club kommen? Was, der ist ja aber streng geheim, das sag ich euch gleich. Ich rede von der Feier und er kommt mit einem Simson-Club um. Ja, da gibt's ja massenweise Feiern. Und vor allen Dingen, Herr Fiedler, Sie haben total vergessen, der ist streng geheim. Mittlerweile wissen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber der ist streng geheim. Das habe ich nämlich jetzt auch nicht verstanden. Ja, aber ich sag mal so, in Waldstätten leben ja tausende von Menschen. Wenn das jetzt 7 ist, ist ja jetzt auch nicht so viel. Ja, aber ich erzähl das weiter. Aber ja. Ich hab... Was? Warum? Nee. Das ist eine Drahtstunde. Bitte. Ich Rheingrub. Herr Rheingrub, jetzt reicht's mir. Herr Rheingrub, Sie kriegen jetzt Hofverbot. Warum dann? Weswegen? Setzen Sie sich in Ihr Auto und verlassen Sie meinen Hof. Weswegen? Was habe ich gesagt? Sie sind unhöflich. Oh. Das ist gerade der Bergmann gesagt? Jetzt? Ich bin unhöflich. Verlassen Sie bitte meinen Hof. Nee. Und die Anschuldigung, dass ich oder meine Mitarbeiter einen Radlader geklaut haben. Und da bitte ich mir. Ich habe niemals behauptet, dass der Radlader von dir oder deinem Mitarbeiter geklaut worden ist. Doch, hast du. Nein. Ist ein Radlader weg? Ja, unser Radlader vom Landhandel. Was ist das für einer? Ein Schäfer. Oh. Ein gelber Schäfer. Der ist weg? Ist er nicht Schäfer? Hm? Der ist komplett weg. Ja, er heißt eigentlich Schäfer, richtig. Ja, Schäfer. Ja, der ist komplett weg. Und das ist aber ein starkes Stück. Ja, ist okay. Der. Also der kann einiges heben. Ja. Ja gut, ich möchte Sie, und wir wollen Sie nur ungern stören, und ich glaube, das ist auch so eine Sache hier, da die geht uns gar nichts an. Aber wir wollten nur Bescheid sagen, und zwar, wir haben über 80.000 Liter Kalk für den Landhandel, die wir gerne abliefern würden. Jawohl. Soll ich die direkt einfach ins Silo schmeißen? Schmeiß sie einfach ins Silo rein, ja. Überweist du der Stadt einfach das Geld? Ja. Sagt mir dann, was ihr eingelagert habt. Und wie viel hast du geladen, Lukas? 54.000 und ein paar kaputte. Nee, ich habe 31.000, also 85.000. 85.500 laden wir ab jetzt. Jawohl, könnt ihr machen. Alles klar. Guti, dann lasst euch nicht stören und viel Erfolg bei der Suche des Radladers und auch sonst einen schönen Tag. Herr Rosenberg? Ja? Ja, Herr Rheingrub, Sie dürfen. Nee, nein, Ladies first. Herr Rosenberg, Sie verlassen ja jetzt meinen Hof, ja? Ja, soll ich das Tor zumachen vorne? Nein, aber Sie nehmen den Rheingrub gleich mit. Der ist nicht bei mir beschäftigt, die kann ich nicht einfach mitnehmen. Das ist mir egal. Ich mach das Tor vorne zu, okay? Welches Tor? Da ist doch gar keins. Nein. Aber Sie sind doch gerade... Halt.
Sie haben doch Bauarbeiterklamotten an. Ja, das ist korrekt. Ich bin ja auch noch beim Bauhof. Ja. Gut, weil da habe ich noch 3, 4, 5 Sachen. Könnten Sie sich später vielleicht nochmal bei mir melden? Sehr gut. Sag ich dem Herrn Huber Bescheid, kommen wir bei ihm vorbei, Herr Bergmann. Sehr gut. Ja, perfekt. Machen wir so. Sagen Sie mal, schönen Vormittag. Herr aus Wien. Ja. Brauchen Sie vielleicht noch bei irgendwas Hilfe? Bei irgendwas? Nein, gerade nicht. Ich will, jetzt ist der Zeitpunkt, Lukas, jetzt ist der Zeitpunkt zu gehen. Komm. Hello. Tschüss, meine Herren, alles klar, viel Spaß und schönen Tag noch. Tschüss. Ach du Heiliger. Oh Mann, Lukas, ey. Ich sag dir. Was war das da gerade? Hier sollten wir uns raus. Ey, muss ich dir erzählen, ne? Oh, Alter, guck, der Garantfass mit 4 Achsen. Ey, was ist denn hier nicht richtig? Das Junge! Das Lohnunternehmen, dem geht's ganz gut, muss ich sagen. Ja gut, so Lohnunternehmen, naja gut, aber ganz ehrlich, die haben ja meistens die dicke Technik, ne? Das ist ja so. Ja, musst du ja auch haben, ne? Ja, lass mal über Funk. So, ey, pass auf, ich erzähl dir jetzt was, ne? Das wirst du mir nicht glauben. Ich habe... Der Dings hat mir erzählt, der Rheingrupp hat mir erzählt, dass der ein Lohnunternehmen eröffnen möchte. Und jetzt weißt du auch, glaube ich, warum der Bergmann und der Rheingrupp sich nicht ganz so einig sind. Ja, das habe ich in der Kneipe mitgekriegt. Hatte ich dir letztes Mal schon gesagt, wo ich dir sagte, dass er vielleicht der Fiedler da sogar mitmacht. Ach so, genau, das hattest du mir ja erzählt. So, und jetzt kommt der Hammer. Der Fiedler hat mich reingelegt. Der hat zu mir gesagt, oh ja, deine Felder anziehen, da kann ich dir helfen, da mache ich mit und so weiter und so fort. Und alles und mach mal hier vom Händler aus und bla und so weiter. Ne? Er hätte die Technik. Weißt du, was der gemacht hat? Der steckt mit dem Lohnunternehmer hier mit dem Rheingrupp unter einer Decke und jetzt habe ich indirekt sozusagen das Lohnunternehmen beauftragt. Und zwar das Lohnunternehmen Rheingrupp. Ach du Scheiße, da wolltest du doch nicht. Nee, ich wollte mich da raushalten. Wenn jetzt der Bergmann erfährt, dass ich das Lohnunternehmen Rheingrupp beschäftigt habe, um alle meine Felder anzusehen, da weißt du wieder, was los ist. Da war ja gerade schon schlecht drauf. Oh Mensch, ey, ich habe da gar keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ey, wir kippen jetzt das Kalk ab, dann verpissen wir uns, ey. Und ich sag dir, was wir da machen. Wir fahren dann runter zu mir an den Hof und gucken, ob meine rote Simson noch da ist. Wieso? Na, weil... Die hatte ich da doch abgestellt. Ja, oben am Steinbruch war gerade eine rote Simson, als wir rausgefahren sind. Okay. Ja, da stand einer mit einer roten Simson und dann ist der abgehauen. Und ist weggefahren, quer durch die Heide durch. Ja, ich habe da aber keinen gesehen. Also, dann hast du den vor mir... Ja, yeah, der ist ja weggefahren, als ich da... Da hast du dich, glaube ich, noch den Berg hochgequält. Das kann gut sein. So. Ich sehe hier gar nicht. Oh, noch ein Stück. Ja, ja, stopp. Und rein damit. So, hoffentlich geht sich das aus hier. Mach schön sachte, wenn du hier reinfährst. Hast du da Abschieber? Sollte Abschieber haben. Ah ja, okay. Perfekt. Weil das ist zwar gut hoch, das Dach hier, aber ich komme trotzdem immer fast dran. Das ist eine knappe Nummer hier. Siehst du das? Ja. Ich hab Schubboden. Muss immer auf Kante abladen, ey. Übel. So, ich rufe mal ganz kurz den Herrn Huber an. Und sag dem mal Bescheid, dass wir hier 85.000 Bilder abgeladen haben. Huber? Herr Huber, grüß Sie. Hier ist der Oswin Rosenberger. Ja. Rosenberg, wir haben 85.500 Liter Kalk zum Landhandel geliefert und ich habe den Herrn Rheingrupp schon Bescheid gesagt, dass der doch bitte die Rechnung bezahlen soll. Also achten Sie da mal drauf, ob da was eingeht. Ja, wie war das? 85.000? 85.500 Liter waren das exakt. 500. Genau. Hat er schon einen Preis ausgemacht? Da gibt's einen Festpreis. Oh, ich, okay. Mein Telefon, ich muss auflegen. Ja. Tschüss, hallo? Hallo. Ach, du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Was gibt's? Nein, ich... Also das mit... Also ich hatte ja gefragt, ob du irgendwie was zur so Arbeit hast oder so. Ja. Ich bin mir nicht sicher mit der Fahrzeughandelssache und so, weißt du? Deswegen wollte ich mich mal so ein bisschen umhören, ob man vielleicht irgendwo anders was machen könnte. So, oder vielleicht auch nur nebenbei, einfach, ich muss da manchmal raus, weißt du. Da ist viel los bei euch, ne? Ja, schon, aber das ist halt eben auch nicht, ich meine, gut, ich habe es gelernt und ja, ich habe auch Weiterbildungen da drin gemacht, aber ich gehe da nicht mehr so ganz drin auf. Seitdem ich im Landhandel damals gearbeitet habe und oft auf den Felder war, da, also ich brauche die Maschinen, die ich selber bewegen muss, weißt du, nicht dran rumschrauben.
Ja. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, was du meinst. Pass auf, ich kann mich ja mal umhören, ne? Also wenn ich was zu tun habe, kann ich dich gerne anrufen. Ich habe nur folgendes... Oh Gott sei Dank, meine rote Simone ist hier. Warte kurz, ich muss mal kurz an Krümmer fassen, ob die noch warm ist. Ob die warm ist. Ja. Nee, ist kalt. Okay, gut. Oh, Baby. Also ist sie da? Ja, ist da und ist auch kalt. Also die war es nicht. Also hat irgendeiner eine rote Simson hier. Ich wäre wahnsinnig. Ja, pass auf, wir können ja folgendes machen. Wir wollen ja noch diesen Simson-Club gründen, ne? Ja. So, und da sollst du ja mein Stellvertreter werden. Aber soll ich dir was sagen? Aber du hast doch jetzt bei dem Landhandel mit dem Lohnunternehmen, was ihr da aufzieht. Ja, das ist richtig. Nur ich, also so wie du selber auch schon merkst, ich habe da so eine Ahnung, dass das irgendwie, naja. Dass es Ärger gibt? Böse werden könnte, ja. Eieieiei. Oh nee, ey. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt inoffiziell da den Rheingrupp beauftragt, ey. Oh. Ja, wenn das irgendwie, dann, ich kläre das dann schon. Ja, okay. Ich kann mit dem Paul kann ich auch ganz gut. Ja. Nee, pass auf, ich höre mich auf jeden Fall mal um. Ey, weißt du, wer vielleicht auch, weißt du, wer vielleicht auch immer mal Hilfe brauchen könnte, von dem habe ich auch länger nichts gehört, ist der Lauchinger. Lauchinger? Ja, die machen da oben ja auch mit dem Hof und alles und da wollen die auch umbauen und diesen ganzen Zeug und da haben wir auch noch einen großen Bauauftrag. Ich kann natürlich aber auch mal am Bauhof fragen, ob da vielleicht mal noch eine helfende Hand gebraucht wird, das weiß ich nicht. Weil ich, der Herr, scheiße, wie hieß denn der vom Bauhof hier, Lukas? Meinst du Erik? Nee. Joris! Der Joris, weil der Joris hat sich jetzt auch wieder krank gemeldet. Naja, es ist immer so eine Sache, ey. Ja, ja. Okay. Also brauchen die auch immer wieder. Oh, guck mal, da oben ist Erik, glaube ich. Hol den mal runter. Wieg mal schnell. Genau, ja. Also da, gerade wenn wir größere Bauvorhaben haben, naja, das ist ja mit der Maschine und mit den Transporten, dem ganzen Zeug, das ist ja immer alles so eine Sache, weißt du? Ja. Ja. Ich ruf dich an, ich halte die Ohren offen. Okay, das wäre ganz cool. Mach ich so, ne? Ja, danke schön. Alles klar, bis dann. Ja, mach gut. Tschüss. Der ist auch nicht allein. Hey, grüß dich. Hi. Och, was, ist ja doch auf Arbeit gekommen. Na, du alte kranke Nudel. Nee, was ich? Das ist mein Kollege. Wer bist denn du von mir? Ich hab da gerade, ich war am Bahnhof und hab da neuen Kollegen abgeholt. Wir haben halt einen neuen Mitarbeiter. Den Herrn Georg Schwendt. Was? Georg Schwendt. Georg Schwendt? Geschwendt, ja. Hallo, mein Name ist Oswin Rosenberg. Hallo, ich bin der Schosch. Der ist Schosch zu mir sagen. Schosch? Genau. Ja, wie Georg oder Schosch? Du kannst Georg oder Schosch zu mir sagen. Warum Schosch? Jetzt nochmal aus Bayern. Komm aus Bayern. Ach, Schosch. Und wie spricht man deinen Nachnamen aus? Geschwend oder Geschwend? Geschwend, ohne E. Geschwend. Geschwend, genau. Einfach Geschwend. Ja. Also quasi beim Niesen... Also eigentlich heißt du Schwendt, aber es hat jemand genießt, als beim Standesamt der Name da. So muss es gewesen sein, genau. Schwendt. Genau. Ich bin schon noch dran. Nee, war Spaß. Kleiner Schätz hier. So neben uns Baurülpsen, weißt du? Das ist ja wie hier die Julia vom Lohnunternehmen, die ist auch gemeiner. Aber Moment mal ganz kurz, ist der verwandt mit dir? Ich weiß es nicht. Ja, ihr habt euch mal angeguckt. Ich bin doch so hübsche. Bis auf die Brille sieht das ziemlich gleich aus. Ja, und hier unten dieser kleine Ziegenbart da unten, der ist auch noch anders. Aber ansonsten, ich würde sagen, der Herr Geschwendt, da kriegt man ein richtig geiles Umstyling. Ich habe gehört, so Dreadlocks sind voll in. Ja. Nein, Spaß. Soll ich mal die Frisur ein bisschen ändern? Herr Huber, und zwar der Herr Bergmann hat mich angesprochen, dass er 3, 4, 8, 9, 12 Sachen hätte und wir uns doch bei Gegebenheit mal melden sollen. Ja, gerne. Genau, deswegen, da müssen wir mal schauen. Wie sieht es zeitlich aus? Der war jetzt so oben, der hat nur eine ernste Diskussion geführt. Gerade, das war ein bisschen heikel da oben. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben da ein. Ich weiß nicht, Lukas, meinst du, wir sollten das vielleicht lieber melden, dem Wartlinger? Ich meine, wir werden uns nicht beliebt machen, aber das kannst du doch nicht so stehen lassen, oder? Ja, man lässt sie eigentlich sonst so, ja. Man kann zumindest in den Wartlinger mal so sagen, dass da eine Auseinandersetzung
Ja, ist, oder guck dass mal, sie da ging halt... so ein Diebstahl. Genau, das stimmt auch. Das ist ja auch das Ding. Ja, super. Mensch, Herr Schwendt, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start beim Bauhof. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz ehrlich. Ist er direkt Praktikant oder ist er direkt angestellt? Der ist schon angestellt. Also. Ach, ja, also ganz wohl angestellt. Warum war ich erst Praktikant? Naja, gut. Das ist schon komisch, weil der Steinbruch kommt weg und jetzt können wir noch einen Angestellten. Das ist manchmal ein bisschen, naja. Ja, ich merke schon, das läuft ja alles mit komischen Dingen, oder? Ja. Ja, na aber gut. Wo ist der Bürgermeister überhaupt? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ich habe einen Anruf gekriegt aus dem Büro. Ich soll jetzt den Bahnhof fangen abholen. Dienstreise. Hm, bestimmt mit, ja. mit seiner Nichte da oder Neffin da oder was auch immer auf Dienstreise und sonst was. Ja. Ja, bestimmt, ja, hoffentlich nicht mit seiner Cousine, wer weiß. Mit der Sommer kommt, wir müssen Investitionen betreiben am Bauhof. Das ist so, ne? Ganz ehrlich. Ach ja, ich sag dir, ja. Wie es ist, das ist alles nicht so einfach. So, ich pass auf, ich mach mal folgendes, ich rufe jetzt den Wartlinge mal an. Wer ist der Wartlinge? Der Wartlinge ist unser Polizist hier in der Stadt. Also wenn sie mal irgendein Anliegen haben, drücken oder sonst was, können sie sich immer an den Herrn Wartlinge melden. Aber ich sag ihn gleich, wenn sie da relativ nah bei dem stehen, machst du keine hastige Bewegung. Oh, okay. Und das ist unser Förster. Förster auch noch? Aha. Ja, Förster auch noch. Ja, und der Förster ist es, genau. Der ist auch für den Frost hier zuständig. Ach, das, guck's mal. Das ist der Herr und Weber, das hier. Das ist Herr Weber, der ist für Feuerwehr. Genau, der Herr Weber ist von der Feuerwehr. Herr Schwendt, das ist mein Hof übrigens hier. Oder das soll zumindest mein Hof mal werden. Bin ein bisschen im Aufbau. Ich habe schon gesehen, Mensch, Erik, ihr habt oben das Silo platziert, Mensch. Ja. Also, ja, bin ich jetzt der zentrale Salzlieferpunkt im Wintereinsatz. Der Zweitlieferpunkt, ja. Einmal bei Hof unten, einmal bei dir oben, ne? Ja, ist ja okay. Ich finde das gar nicht so schlecht hier. Mal, ja. Ne, wenn wir hier zentral auch nochmal Salzstationen haben. Ja, vor allem wir kommen bis hier hoch und dann können wir hier beitanken und dann weiterfahren. Nee, ist perfekt, auf jeden Fall, kann man machen, definitiv. Ich hoffe, es gefällt dir auch so, wo es steht, dass es passt. Ja, passt auf jeden Fall, definitiv. Sag mal, Ossin, hast du extra deinen Wohnwagen so schief stehen, damit du nicht aus dem Bett fällst, oder wie ist das? Ja, ich muss mal ein bisschen umparken hier, hier ist eine kleine Delle drin. Ich muss aber auch langsam mich mal umschauen. Ganz ehrlich, Herr Huber und ich muss mal langsam eine Bauplanung machen hier für wenigstens ein kleines Häuschen oder irgendwas. Ja, nur Zeit. Ist ja kein Zustand in deinem Wohnwagen. Und ich werde auch dann langsam ein Silo brauchen. Ja. Weil meine Felder sind angesät und ja, es geht bald los, also. Ja, dann müssen wir Baumaschinen hier hochkarren und dann geht's los, ne? Würde ich sagen. Das wird richtig gut werden. Ja. So, aber ich sehe gerade, meine Felder sind, glaube ich, vom pH-Wert noch nicht ganz so. Und gedüngt werden müssen die auch. Na gut, aber ich wollte den Wartling anrufen, ne? Ja. Ja, wollten Sie. Gut, dann ich telefoniere mal kurz. Kommst jetzt muss einmal in den Bauwagen hier rein. Ach. Polizeiinspektion Waldstätten, Wartlingers Apparat. Herr Wartlinger, hier ist der Herr Rosenberg. Ja. Was wollen Sie denn schon wieder? Haben Sie den Behälter bei mir stehen? Hätten Sie die Möglichkeit, sind Sie in der Nähe? Ja, wenn Sie mir sagen, wo Sie sind, kann ich Ihnen auch sagen, ob ich in der Nähe bin. Ich bin gleich wieder da. Ich habe gerade meine Anhänger was machen lassen. Ich würde gerne was melden. Die wollen was melden? Ja. Geben Sie endlich zu, dass Sie kriminell sind. Nein, bin ich nicht, wäre ich auch nicht. Aber okay, ich möchte was melden. Ich bin gleich da, gell? Warten Sie kurz, ich stehe schnell meinen Traktor ab und dann hole ich meinen Streifwagen offiziell, verstehen Sie, und dann gehe ich vorbei. Machen Sie das, gut. Alles klar, dann bis gleich, gell? Ja, tschüss. Ciao. So, gut. Ja gut, was haben Sie denn vor mit dem neuen Kollegen, Herr Huber? Oder Eric? Wird voll eingesetzt bei uns im Bauamt, ne? Als Baumaschinenbediener, im Winterdienst unterstützen. Also wissen Sie, wer mich auch angerufen hat? Ja. Wie heißt der? Josef Fiedler. Der vom Händler. Ja, der hat gesagt, auch ganz komisch, ganz, ganz komisch, sag ich Ihnen. Der macht so mit dem Rheingrupp, so will er ein zweites Lohnunternehmen machen, hat mich da so ein bisschen auch in eine kleine Falle gelockt. Ne? Ich habe so inoffiziell den Rheingrupp beauftragt. Und jetzt hat er mich angerufen, ob ich nicht auch mal vielleicht jemand wüsste, der Arbeit für ihn hätte. Was ist mit dem los? Ja, ganz komisch. Ja. Definitiv. Also das ist mir nicht koscher, das sage ich Ihnen. Ja, hier ist mittlerweile schon gar nichts mehr hier in der Stadt. So, na gut. Ich werde mal rüber zum... Oh, wer ist das denn? Ist ganz das kurz der Rheingrupp? Nee. Das ist Alois. Ach ja, perfekt. Dann bin ich mal drüben. Ganz kurz Frage noch.
Wie sieht es eigentlich aus, jetzt hier zum LU zu fahren, wegen dem Baumaßnahmen? Ich würde noch ein Stückchen brauchen. Ja, gut. Aber ja, ihr könnt ja mal hochfahren und könnt das ja mal abklären, oder? Ja, klar. Weil wir brauchen ja nicht zu dritt, der kostet ja dreimal Geld am Ende. Eben. Genau. Ja, nee, dann fahrt mal hoch, ich mache mit dem Lukas hier, ich werde dem Herrn Wattlinger mal Bescheid sagen. Alles klar. Und dann schönen Tag noch. Bis später. Jo, danke dir auch. Oder euch, besser gesagt. Und guten Start, ne? Herr. Ja, ja, danke. Kurze Frage. Ja? Ja. Gerne. Kurze Frage. Haben Sie recht viel Bettsport? Ich. Naja. Ich, soll ich was sagen? Ab und zu schon, aber leider nur alleine. Ah, okay. Ja, ja, ich mache immer Fitnessübungen früh nach dem Aufstehen. So schaut die Achse auch aus. Ja, die ist ein bisschen verknießknallt, das stimmt schon, da haben Sie recht. Na. Ich muss aber, der geht bald weg, da bin ich mir sicher. Vielleicht eine Hecke pflanzen, sieht man nicht so. Drumrum? Ja. Das hat aber so einen Camper-Style. Aber man sieht's nicht. Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Okay. Nee, das stimmt schon. Also. Ja gut. Servus. Ja, servus, Shoshi. Erik! Ja, komm. Abfahrt. Ja. Ja, das wird ja witzig mit dem neuen Kollegen, hä? Ja. Das ist irgendwie lustig. Gemeinde holt sich neue Mitarbeiter, Gießweg soll verkauft werden, also komisch. Naja, also irgendwie ist das auf jeden Fall eine seltsame Geschichte. Naja, was soll's. Gut, dann schauen wir mal. Ach mein Gott, ey. Da mache ich mir auch wieder keine Freunde, aber ich muss das einfach melden. Ey, mein rechtschaffendes Herz und Gewissen sagt einfach, das kannst du nicht so stehen lassen. Oswin, das kannst du nicht so stehen lassen. Wo ist er denn hin? Hä? Ich fahre hinter dir. Ja, aber wo ist er denn hin? Wo ist der, der Dings hier in der Wartlinger? Das ist bestimmt hier. Ach, guck mal da. Seine Maschinen. Der muss den Trecker ja wegstellen. Oh, jetzt macht das Blaulicht an, ey. Der Herr macht auch immer das volle Programm. Meine Güte. Herr Wartlinger, Folgendes passiert. Kommen Sie mal raus. Herr Wartlinger. Haben Sie gerade meine scheiß Tür aufgemacht? Haben Sie eigentlich einen Arsch offen? Herr Rosenberg, machen Sie die Tür zu, aber sofort. Ich dachte, ich bin nett. Machen Sie bitte meine Tür auf. Sehr gern. Dankeschön. Bitte schön. So, was kann ich machen? So, Herr Wartlinger, wir haben gerade beim Lohnunternehmen eine Diskussion beobachtet, der Lukas und ich. Und ich muss Ihnen das einfach mal... Wollen Sie wieder über Tratsch und Klatsch reden? Nein, also aber mein rechtschaffendes Herz hat... mein rechtschaffendes Gewissen, so rum, muss einfach Ihnen das melden. Und zwar, bei dem Herrn Reingrub scheint es so, als würde da ein Radlader geklaut. Ja, das weiß ich, das hat er mir gerade mitgeteilt. Echt? Hat er das schon gemeldet? Ja, das hat er mir mitgeteilt. Aber mit wem rede ich jetzt? Mit Ihrem rechtschaffenden Gewissen oder mit dem Herrn Rosenberg? Mit dem Herrn Rosenberg. Okay, gut. Mit der ein rechtschaffendes Gewissen hat. Das hat er mir gerade eben mitgeteilt da unten, deswegen hat es ein bisschen dauert, bis ich wieder oben bin, gell? Ach so, okay. Ja gut, wenn Sie das schon wissen, aber Sie sehen, ich wollte das melden, dass Sie ja Bescheid wissen, ne? Dass da irgendwie hier irgendjemand, irgendwelche Radlader da und so. Ja, das weiß ich, aber okay. Ich muss jetzt schnell woanders hin. Wo geht's denn hin? Ja, ich muss zur BGA, da ist was gestohlen worden. An der BGA? Ja, ganz genau. Oh, da war ich doch letztens erst bei dem Herrn Schreiber? Herr Rosenberg. Ich war dort, als der Herr Schreiber da war. Dann können Sie gleich mal mitfahren, weil dann gehören Sie gleich mit zum Täterkreis, ja? Ich fahre gern mit, aber ich gehöre bestimmt nicht zum Täterkreis. Aber ja, soll ich Ihnen was sagen? Das sieht mir ja immer gefährlicher mit dir, muss ich ja sagen. Nee, gar nicht. Herr Weber, nehmen Sie sich in Acht, der Mann ist kriminell. Der ist kriminell. Oha. So, jetzt steigen Sie ein. Kannst du mir mal die Tür zumachen, bitte? Ja, hallo? Rosenberg. Ja? Bergmann hier. Hallo, Herr Bergmann, ich grüße Sie. Du, ich war gerade beim Biogasanlagen fritzen. Ja? Der hat mir erzählt, du hast letzte Woche 3 Silageballen abgegeben. Kann das sein? Nee, der weiß nichts von. Da wissen Sie nichts von. Ich habe ja keine Silage. Ja, Weil bei mir auf dem Wischen fehlen 3 Stück. Die Ballenpresse hat angezeigt 95 Ballen, aber da nur noch 92 Ballen auf der Wiese. Also es ist folgendermaßen, ich habe die Silageballen dort abgegeben, so ehrlich muss ich sein. Ja. Herr Bergmann, aber wissen Sie auch warum? Die lagen auf meinem Feld. Und da könnt ihr den Herrn Fiedler fragen, die Silageballen lagen auf einem Feld, wir haben gerade Feldbestellungen gemacht, die lagen im Weg und da habe ich gedacht, hä? Und da habe ich so gedacht, keine Ahnung, und habe die Silageballen
aufgeladen und habe sie an die BGA geschafft. Habe gedacht, ich mache das Geschäft meines Lebens, da habe ich mich aber stark getäuscht. Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass das Ihre sind. Wie viel haben Sie denn gekriegt? 1800. Also eigentlich nur 800. Können Sie behalten. Ja, Entschuldigung, Herr Berg, meine wirkliche Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das Ihre sind. Wegen Peanuts stelle ich mich jetzt nicht hin, aber beim nächsten Mal fragen, wenn Sie Geld brauchen, Herr Bergmann, ja. Herr Rosenberg, Herr Busch, ja. Baum. Ja, ich wusste ja, aber entschuldigen Sie, vielleicht sind die weggekullert beim Pressen oder so. Das kann vielleicht sein. Okay, na gut, trotzdem danke. Also Sie wissen Bescheid, die sind bei mir auf dem Feld gelandet. Gut. Alles aber klar. Sie wollen jetzt nicht nochmal 4 Ballen an den BGA-Typen verkaufen? Nee, warum? Weil er mir gerade erzählt hat, dass ihm 4 Ballen geklaut wurden. Ja, der Herr Wartlinger hat mir das schon erzählt, dass da ein Diebstahl stattgefunden hat. Deswegen bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Ach, Sie waren da eben bei Herrn Wartlinger mit dem Jeep, im Auto drin, ne? Ja, korrekt. Dann sagen Sie mal bitte dem Herrn Wartlinger, dass ich mein Güllefass abstellen musste, weil mein Trecker hinten in der Axt kaputt ist. Und ich gestern einen neuen Trecker besorgen muss. Er steht leider mitten auf der Straße. Okay, das sag ich ihm. Dankeschön. Na, wiederhören. Schön noch. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut gerne auf den Zeitservice-Kanal vorbei. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Tschüss. Und ciao.